Wenn ich pfeife, kann ich Vogel-Pokémon herbeirufen. Kollege, was machst du, wenn auf einmal ein aggressives Zapdos auf dich zugeflogen kommt? Ich denke, dass du dir in diesem Moment höchstwahrscheinlich wünschen wirst, dass ein kleines, feines, süßes und putziges Fukano erschienen wäre, richtig? Doch, doch. Stellt euch mal vor, ihr seid in der Pokémon-Welt und auf einmal greift euch ein aggressives Zapdos an. Und ihr habt nur Turtok am Start. Ja gut, wenn Turtok eine Eisattacke am Stöttel hat, so könnte Turtok dennoch hilfreich sein. Okidoki Leute, wir sind kurz davor, unsere Reise auf der Route 15 abzuschließen. Und somit sind wir kurz davor, Fuchsania City zu erreichen. Wie jetzt? Ich kann weder Steinhagel noch Body Slam einsetzen. Schaufler wäre blöd. Doppelklick, klar. Doppelkick ist jetzt auch nicht gut, aber ich möchte mir gerne den Damage anschauen. Wir treffen zwar nicht sehr effektiv. Doch, wir machen weiter mit Doppelkick. So wie es aussieht, können wir Tauburger down kriegen. Ich glaube, es wäre gar nicht mal so verkehrt. Och, komm schon, wieso geht die Attacke daneben? Wieso schlägt jetzt diese Attacke fehl? Ich habe mir so sehr gewünscht, dass ich irgendwie mit Turtok kämpfen kann. Naja, jedenfalls, wir sind kurz davor, Fuchsania City zu erreichen. Endlich konnte ich den Satz zu Ende bringen. Irgendetwas wollte ich noch sagen, aber dieser Kampf ist gerade sowas von intensiv. Porenta. Okay. So wie es aussieht, ist Tauburger etwas sehr als dieses Porenta. Ha, da ist die Vergiftung. Okay, zweimal getroffen. Ich dachte, Porenta wird jetzt weitermachen mit Furienschlag, aber dies ist nicht der Fall. Ja, auf Schaufler muss ich sowas von verzichten. Aber ich hoffe, dass dieser Kerl der letzte Vogelfänger sein wird fürs Erste. Ich habe die Faxendicke von Vogel-Pokémon. Beziehungsweise gegen Flug-Pokémon die ganze Zeit zu kämpfen. Und die Attacke geht schon wieder daneben. Warum, Nidoqueen? Ha, das geschieht dir recht. Die Vergiftung. Okay. Ja, höchstwahrscheinlich müssen wir aber dennoch zweimal mit Doppelkick. Angreifen wollte ich sagen, aber Doppelkick hat einmal ausgereicht. Nice. Ein kleines süßes Taubsi. Wie sollten dieses Taubsi kehren, oder? Was? Es hat die Attacke ausgehalten, ein Taubsi? Oh, die Vergiftung? Na gut, dann müssen wir uns um dieses Taubsi nicht mehr kümmern. Okidoki, Leute. Sobald wir in Fuchsania City sind, werden wir auch neue... Beziehungsweise, wir werden ein neues Pokémon mit ins Team nehmen, da ich Habitak... Ach ja, stimmt, Rasaf habe ich auch verloren. Habitak und Rasaf habe ich original verloren. Oh Mann, das tut so weh, der Verlust von Rasaf. Okay, du solltest doch die letzte Trainerin hier sein, ne? Ja, okay, alles klar. Möchtest du mit meinem Pokémon spielen? Ja, warum nicht? Sehr schön, wir haben uns original um jeden einzelnen Trainer hier auf der Route 15 gekümmert. Um die Trainer auf den Routen 14 und 13 und 12 haben wir uns in den letzten Parts gekümmert gehabt. Nice. Das bedeutet, wir werden gleich nach diesem Kampf erstmal eine schöne Kampfpause einlegen und uns Fuchsania City anschauen. Stachelspore? Voll ätzend. Alleine schon, dass ich mit Turtok gegen einen Pflanzen-Pokémon kämpfe, aber nur weil es auf dem 29. Level ist. Der Aquaknarre ist nicht so klug, ich setze mal direkt Biss ein. Ach ja, sobald wir in der Safari-Zone sind, werde ich nicht wie gewohnt über die Pokémon sprechen, die man in der Safari-Zone fangen kann, weil die Safari-Zone besteht aus 4 verschiedenen Arealen und überall kann man Pokémon fangen. Das bedeutet, ich würde locker so einfach mal 3, 4, 5 bis 6, 7 Minuten sogar über die Pokémon sprechen, die man fangen kann. Und vielleicht würde ich dann etwas langsamer spielen. Daher habe ich mir gedacht, sobald wir die Safari-Zone erreicht haben, werde ich einfach mal in die Kommentare reinschreiben,
wo man welche Pokémon in welchen Editionen fangen kann. Falls sich der ein oder andere dafür interessiert, kann ja sein. Es kann ja tatsächlich sein, dass jemand gerade sein Game Boy Advance angemacht hat oder allgemein anmacht und immer noch Blattgrün und Feuerrot spielt und den Pokédex irgendwie vervollständigen möchte. Kann doch sein. Beziehungsweise so gut wie es geht. Es kann halt sein, dass man gewisse Pokémon nicht so leicht kriegt. Ja, ich habe, um ehrlich zu sein, mir vorgenommen, den Pokédex in den älteren Editionen nochmal zu vervollständigen. Nur ist es jetzt ein bisschen schwierig in Gold und Silber. Ich beziehe das jetzt original auf die Module, ne? Nicht auf die Virtual Console Games. Auf die Module beziehe ich. Es ist halt schwierig, an ein Celebi ranzukommen. Am Mew komme ich ja noch ran, ne? Erste Generation. Litchimitchi, das kennt man ja. Ah, die sind ja paralysiert, deswegen kann ich nicht vergiftet werden. Aber ich weiß nicht, wie ich das mit Celebi machen soll. Ich habe da mal im Internet etwas gesehen gehabt, auf YouTube. Aber ich weiß nicht, ob dieser Trick auch auf den Modulen funktioniert. Es gibt halt gewisse Tricks und Glitches, die man eventuell in der zweiten Gen nicht machen sollte, weil das Spiel bzw. dein Spielstand gelöscht wird. Das ist nicht so schön, wenn du, ja, die Pokémon-Liga erfolgreich abgeschlossen hast, also die Kämpfe, und plötzlich ist dein Spielstand gelöscht. Ich war zu ungestüm. Oh, na endlich. Oh, ich fühle mich gerade ziemlich entspannt, Leute. Ich muss gerade auf mein Gemüt klarkommen. Arbeitest du an einem Pokédex? Professor Eisassistent ist kürzlich hier vorbeigekommen. Ja, okay, dann sollte er höchstwahrscheinlich hier sein. Endlich, das war's mit den Routen 13 bzw. 12 bis 15. Ja, diese Routen sind halt für mich vom Feeling her genauso wie als ob ich in irgendeiner Höhle wäre. Manchmal ist das ein bisschen zu monoton. Aber ich denke, das liegt daran, wie ich mich in solch einen Moment fühlen tue. Du schaust durch das Fernrohr. Ein großer Vogel fliegt anmutig aufs Meer hinaus. Arktos! Wir haben einfach mal Arktos gesehen. Gib ihm. Du schaust durch das Fernrohr. Hm, das sieht wie eine kleine Insel aus. Diese Insel wird uns nicht gezeigt. Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Eisassistent. Wenn du mindestens 50 verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich. EP-Teile. Also kannst du, hast du 50 unterschiedliche Pokémon gefangen? Nein. Ich habe eine gute Idee. Komm wieder, wenn du 50 Pokémon besitzt. Ich hebe dir dein Geschenk auf. Den EP-Teiler werde ich in der Nuzlocke-Challenge nicht benutzen. Vielleicht im Privaten, wenn ich die Pokémon trainiere, aber bevor ich das tue, würde ich euch darüber informieren oder euch fragen oder nochmal darüber nachdenken, ob das okay ist. Okay Leute, wir sind jetzt original in Fuchsania City, die Stadt der rosaroten Träume. Wir schauen uns in Ruhe die Stadt mal an. Vor dem Eingang zur Safari-Zone befindet sich ein Zoo. Das Safari-Spiel ist ideal, um Pokémon zu fangen. Ja, die Safari-Zone schauen wir uns demnächst an, noch nicht. Noch nicht in diesem Part. Safari-Zone, Haus des Wärters. Ah, schauen wir mal rein. Hallöchen, oh, da liegt ein Item, aber wir brauchen die Attacke Stärke. Ein Pokémon kann diesen Felsen vielleicht bewegen, ja, aber vielleicht. Was ist das denn? Alte Pokémon-Spielsachen. Oh nice, ich mag Pokémon-Spielsachen. Fotos von Pokémon und Fossilien. Hefefefefe. Hallo, fefefefefe. Hefefefefi. Okay. Hefefefefefefi. Vorne. Vorn. Oder vorn? Vorn. Nee, was? Wie jetzt? Hat er sich gerade über irgendetwas beschwert? Ein schönes Bild eines Pokémon, das scheint sich wohl zu fühlen. Ja, ist ja nur ein Bild. Ein schönes... dasselbe Bild. Zweimal. Wow, Unmengen Bücher über Pokémon. Ah, immer dasselbe. Manchmal denke ich, dass man hier irgendwas finden kann. Auf einmal ist hier... ja, extra Wissen am Stessel. Okay, von hier aus erreichen wir auch den Hof. Ein Angler! Ich bin der ältere Bruder des Profi-Anglers. Ich liebe den Angelsport. Angelst du auch gerne? Jawohl, klasse, du bist mir sympathisch. Nimm das hier und geh angeln. Und da ist die Profi-Angel, Leute. Angeln ist meine Leidenschaft. Es ist ein Gedicht. Mit einer Angel fängst du nur Carpador, aber mit der Profi-Angel kannst du bessere Pokémon fangen. Hallo Kanscha, wie beißen die Fische? Ich glaube, wir haben ja auch schon hin und wieder mal darüber gesprochen.
Man kann tatsächlich mit der Profi-Angel ein Carpador fangen. Ach, wir können sogar jetzt hier einfach mal angeln, ne? Wollen wir einmal auch Spaß angeln? Vielleicht kommt da ein Shiny-Pokémon. Oder Moment mal. Wenn ich das jetzt mache, dann kann ich vielleicht kein Pokémon mehr in der Safari-Zone fangen. Nee, das lasse ich mal schön sein. Ich meine, ich würde schon sehr gerne in der Safari-Zone ein Pokémon erwischen. Pokémon-Paradies Safari-Zone. Du kannst den Zerschneider hier einsetzen. Möchtest du den Zerschneider einsetzen? Ja, möchte ich. Wartet mal. Die Safari-Zone war doch hier oben irgendwo. Du willst mir doch nicht sagen, dass das hier die Safari-Zone ist. Habe ich mir schon gedacht. Flagmon hält zurzeit eine Werbekampagne. Erreiche die abgelegenste Stelle in der Safari-Zone. Wenn du das schaffst, erhältst du einen praktischen Preis. Krass, und irgendwann ist Flagmon das reichste Wesen hier in Fuxania City. Jeder möchte plötzlich mit Flagmon befreundet sein. Der Wärter trägt den Spitznamen Flaggy Flagmon. Er und Flagmon ähneln sich sehr. Okay, dann hat höchstwahrscheinlich Flagmon den Spitznamen des Wärters oder den Namen des Wärters als Spitznamen. Flagmon war hier, aber ich habe ihn nicht verstehen können. Ich glaube, er hat keine Zähne mehr. Ah ja, stimmt, ich habe mich gerade gefragt, was für Flagmon. Ach, der Wärter heißt ja so. Flagmon weiß eine Menge über Pokémon. Er besitzt sogar einige Fossilien. Ausgestorbener Urzeit-Pokémon. Krass, ey. Ein Typ nennt sich original Flagmon. Wo ist Sarah? Ich wollte mich hier mit ihr treffen. Ich schau mal, vielleicht werde ich sie finden. Flagmon, ein freundliches, aber sehr lahmes Pokémon. Oh, ein Chanera. Oh, wie putzig. Dieses Pokémon zu fangen ist reine Glückssache. Oh, schaut euch mal Chanera an. Wie putzig. Also, von sowas habe ich geträumt gehabt, als ich die erste Generation mehrmals durchgespielt habe. Dieser Ball dort drüben ist tatsächlich ein Pokémon? Ja, das ist ein Volteball. Ich habe auch einen Volteball. Möchtest du es sehen? Okay, eigentlich muss man hier nicht sehr schnell einsetzen. Oh, Kangama, es sieht so schön aus. Ah, ich wünschte, ich wäre ein Kangama-Baby. Ich wäre so gerne anstelle des Babys. Wieso das denn? Und würde mich in den Beutel der Mutter Kangama kuscheln. Aber nur Pokémon können Delegator anwenden. Soll ich Delegator einem deiner Pokémon beibringen? Ach, hier ist ja ein Move-Tutor. Nein, im Moment nicht. Oh, wirklich? Delegator macht Spaß. Ja, aber vielleicht werde ich dich nochmal darauf ansprechen. Oh, schaut euch mal Kangama an. Ein Pokémon, das seinen Nachwuchs in einem Beutel am Bauch trägt. Dieses Pokémon kann man auch in der Safari-Zone fangen. Allerdings erscheint es bei einer Wahrscheinlichkeit von 1%. Oh, aber es sieht richtig schön aus. Sieht aus wie so ein Shiny-Kangama. Und da ist ein Ammonitas. Ammonitas, ein Pokémon, das aus einem Fossil wiedererschaffen wurde. Nice, nice, Leute. Oh, da ist ein Lapras. Hast du schon das Safari-Spiel gespielt? Manche Pokémon kann man nur dabei fangen. Ja, das Spiel werden wir uns höchstwahrscheinlich im nächsten oder allerspätestens im übernächsten Part anschauen. Lapras, der König der Meere. Boah, also die Pokémon sehen richtig schön aus in Blattgrün und Feuerrot. Doch, doch. Ich komme richtig gut drauf klar. Hast du schon einmal X-Tempo ausprobiert? Dein Pokémon wird dadurch im Kampf schneller. Ich habe, glaube ich, eher andere Kampf-Items benutzt. Du hast einen Wimpel aus der Safari-Zone? Kein Programmheft oder einen Kalender? Nee, ich war ja noch gar nicht da. Okay, was bräuchten wir, Leute? Top-Shots-Items haben wir doch genügend, oder? Was? Gar nichts? Okay, das ändern wir mal schnell. Aber nicht so viele. Ab 15 Stück, okay. Tränke brauche ich definitiv, Ski. Ja, 8 erstmal. So, ab jetzt kaufen wir uns keine Superbälle mehr, Leute, sondern Hyperbälle. Davon nehmen wir gleich mal 18 Stück. Und das restliche Geld behalten wir, wobei Hyperheiler wären auch gar nicht mal so verkehrt. Okay, das reicht. Ja, gut. Das reicht. Nein, ich bin zufrieden. Nee, ich habe gerade keinen Bock, den Fragebogen auszufüllen. Wenn ihr aber mögt, kann ich in jedem Markt einmal so einen Fragebogen ausfüllen. Okay, so. Dann schauen wir uns mal die linke Seite einmal an.
Aber die linke Seite werden wir uns sowieso demnächst anschauen. Weil dort befindet sich der Radweg. Genau, hier ist die Route 18. Ja. Wir bleiben erstmal in Fuxania City, schauen uns hier einmal den unteren Bereich an. So, hier ist die Arena-Leute. Fuxania City, Pokémon Arena, Arena-Leiter Koga. Genau, den kennt man ja auch aus der Johto-Region. Er ist ja dort ein Top-4-Mitglied. Beziehungsweise die Pokémon-Liga ist ja in der Kanto-Region, aber die zweite Generation basiert ja auf die Johto-Region am Anfang. Okay, wir gehen ganz kurz ins Pokémon-Center, kümmern uns auch um unsere Pokéballs. Muss sein, ey, muss sein. Oh, hier sind voll viele Leute. Du studierst die Pokémon, dann geh in die Safari-Zone. Dort gibt es viele seltene Pokémon. Ja, Sektor gibt es dort auch. Man kann nicht nur mit einem starken Pokémon gewinnen. Es ist mühsam, doch alle Pokémon sollten ungefähr den gleichen Level haben. Westlich von Vitania City liegt ein Pfad. Er führt zum Hauptquartier der Pokémon-Liga, der höchsten Instanz für Trainer. Das wissen wir. Okay, wo wir schon mal hier sind, können wir uns hier einmal um die Pokébuddies kümmern und plus, wir werden jetzt zwei neue Pokémon dazu holen. Ah ja, ich denke, dass ich jetzt doch gewisse Pokémon im Privaten trainieren muss sogar, da ich jetzt wieder ja, regelmäßig am Aufnehmen bin. Und wenn ich möchte, dass dieses LP weitergeht, dann muss ich die Pokémon schon irgendwie trainieren. Okidoki, Habiter. Adios. Razav. Adios. So. Welche Pokémon nehmen wir jetzt mit? Wir haben ein Turtok. Wir haben ein Voltoball, welches sich hoffentlich zu Elektroball weiterentwickeln wird. Wir haben Nidoqueen und Radikal. Ich habe schon ein Gift-Pokémon. Ditto. Ich weiß nicht. Ditto? Auf Ditto hätte ich schon irgendwie Lust. Sandan habe ich jetzt, beziehungsweise Sandama benutze ich gerade in Pokémon Schwarz Edition 2. Carpador brauche ich jetzt nicht. Ah, ich glaube, ich bräuchte wieder ein Flug-Pokémon, ne? Aber dieses Pokémon hat ebenfalls den Typ. Gift. Ich weiß nicht. Eigentlich. Ach. Ich glaube doch, dass ich Evoli zu Flamara weiterentwickeln werde, weil ich brauche unbedingt ein Feuer-Pokémon. Beziehungsweise ich würde sehr gerne ein Feuer-Pokémon dabei haben. Ja, so wie es aussieht, muss ich mir auf jeden Fall Pokémon fangen. Es gibt ja noch einige Routen, auf denen wir uns Pokémon fangen können. Das werde ich höchstwahrscheinlich tun. Außerdem haben wir noch genug Zeit, um weitere Pokémon zu catchen. Kurz bevor wir die Pokémon-Liga erreichen. Ist hier jemand? Somebody? No one is here. Okay, gut. Aber das Training wird erst nach 2-3 Parts stattfinden. Ich würde jetzt sehr gerne erstmal aufnehmen und die Pokémon in den Kämpfen dann einmal liegen lassen. Genauso mache ich das. Okay, Leute. So, was machen wir jetzt? Hier sind noch zwei Hütten, die wir uns anschauen können. Oh ja, ich bin der Attackenverlerner. Ich sorge dafür, dass die Pokémon ihre Attacken vergessen. Möchtest du, dass ich dir helfe? Im Moment nicht. Komm wieder, wenn es andere Attacken gibt, die vergessen werden sollen. Eine Sache würde ich gerne kurz überprüfen. Ich habe das Original nicht auf dem Schirm. Können wir VM-Attacken in diesen Editionen verlernen lassen? Habe ich gerade echt nicht auf dem Schirm. Ach, ist ja geil. Das klappte doch perfekt. Ist ja cool. Das habe ich gerade echt nicht auf dem Schirm gehabt, Leute. Deswegen habe ich mir gedacht, ich probiere das einmal aus. Aber ist das nicht cool? In der ersten Generation geht das absolut nicht. Und ich glaube, in der zweiten Generation geht das auch nicht. Ich habe das wirklich nicht mehr genau auf dem Schirm. Aber ich glaube, in der zweiten Gen ging das auch nicht. Der Wärter der Safari-Zone ist sehr alt, aber er ist immer noch... Aber er ist noch immer in Dienst. Allerdings trägt er ein Gebiss. Ja, ist ja nicht so schlimm. Bill sammelt auf seinem PC Daten über Pokémon. Hat er sie dir gezeigt? Ich habe sie mir angeschaut. Hast du schon Bill getroffen? Er ist mein Enkel. Schon als kleines Kind hat er gerne alles Mögliche gesammelt. Oh, ich konnte gerade gesammelt nicht aussprechen.
So, was haben wir hier? Ist hier noch irgendwas? Ah, okay, hier ist die Route 19, Leute. Diese Route werden wir uns auch nochmal anschauen. Das werde ich mir gleich einmal aufschreiben. Von hier aus kann man die Route 20 erreichen und man kann auch die Seeschauminseln erreichen. Gut, dass wir hier kurz runtergelaufen sind. Bei diesem Bereich, ne, ich sag's euch, ich habe diesen Bereich sehr oft im Privaten, also als ich zum Beispiel selbst die erste Generation und so gezockt hatte, sehr oft verpeilt, Leute. Sehr, sehr oft. So, jetzt machen wir Folgendes. Wir fliegen nach Prismania City. Vorher bringen wir Zubat erstmal Fliegen bei. Da, genau. Da ist Fliegen, genau. Wie, du kannst kein Fliegen? Zubat, muss ich dich original erstmal zu Golbat weiterentwickeln lassen? Das Ding ist, ich würde schon sehr gerne den Fahrradweg von oben nach unten fahren und nicht von unten nach oben, weil von unten nach oben ist das ziemlich mühselig. Wisst ihr, was ich meine? Weil von oben nach unten, da fährt man einfach runter, ohne jetzt die ganze Zeit nach unten zu drücken. Wenn ihr nach oben fährt, müsst ihr die ganze Zeit hochdrücken. Ja gut, dann werde ich jetzt Folgendes machen. Zubat lege ich noch einmal ab. Ja. Und nehme nochmal Tauboga oder Habitat mit, spielt ja keine Rolle. Alles klar, komm mit Tauboga. Ah, ganz kurz. Wechsle ich hier zu dieser Box. Weil nicht, dass die neu gefangenen Pokémon in der Adios-Box landen und ich das dann komplett verpeile und durcheinander bringe. Ja, eigentlich würde ich sehr gerne Blitzer oder Aquana im Team haben. Aber das Ding ist, wir haben ja schon ein Elektro-Pokémon im Team. Und ich hatte ja schon den Anfangsparts des Öfteren von Flamara gesprochen gehabt. Weil ich sehr gerne ein Feuer-Pokémon haben würde. Jetzt ein Aquana, das wäre dann ein bisschen zu viel. Wir haben ja schon Torti. Gut, wir haben uns Hyperbälle gekauft, was sehr, sehr gut ist. Wie wäre es, wenn ich einmal kurz das Fahrrad benutze? Dann sind wir schneller hier unterwegs. Fahrrad. Oh, ich habe zu schnell gedrückt. Egal, nicht so schlimm. Die Melodie, ey. La, 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 la. Okay, Leute. Ihr wisst Bescheid. Ich würde vorschlagen, dass wir hier einmal einen Cut machen und das Spiel abspeichern. Wobei. Ah, ich habe vergessen, etwas zu machen. Ich habe gerade etwas vergessen zu machen. Ich wollte für diesen Kampf erstmal ein anderes Pokémon leaden lassen, damit wir nicht allzu lang uns hier mit Relaxo aufhalten müssen. Genauso machen wir das. Und ja, Leute. Wenn wir uns um dieses Relaxo gekümmert haben, ich denke, dass ich es vielleicht fangen werde. Also wir haben ja schon ein Relaxo, aber vielleicht hat dieses Relaxo ein besseres Wesen. Ne? Wir werden schauen, wie wir im nächsten Part handeln werden. Und sobald wir dann hier fertig sind mit Relaxo, knöpfen wir uns den Radweg vor. Danke fürs Einschalten, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht es gut und tschüssi, Leute.